Moin Leute, ich bin Arvid Bechtloff vom Autohaus Burmeister in Parchim und ich stelle euch heute einmal unseren neuen Zugang zu. Ein typischer Jahreswagen, dieser C-Max Cool & Connect in Chroma Blau. Unser C-Max, der hat jetzt schon die Xenon-Scheinwerfer mit der Scheinwerferreinigungsanlage, um einfach dem Licht auch eine freie Sicht zu geben. Macht natürlich so, dass ich dann auch eine gut ausgeleuchtete Straße habe, wenn es mal dunkel wird. Der C-Max allgemein ist natürlich schon ein bisschen größeres Auto, ist ein kompakter Van, das heißt, der Einstieg ist ein bisschen höher, das Dach ist ein bisschen höher, das heißt, ich komme gut rein, auch wenn ich ein bisschen größer bin. Die Spiegel, die klappen sich automatisch ein, sobald ich das Auto abschließe. Man sieht es, Chroma Blau, hinten dunkle Scheiben sind hier in diesem Fall getönt, Wärmeschutzverglasung, damit es sich im Sommer nicht so aufheizt, aber ich zeige euch trotzdem nochmal ein kleines Detail. Von innen besitzt unser C-Max noch zusätzlich ein Sonnenrollo. Das hängt man einfach hier oben bei den Haken ein, ist bei den Türen hinten vorhanden. Und wenn man es nicht braucht, wenn man rausgucken möchte, fährt man das einfach wieder ein. Ist natürlich gerade für Kinder, wenn man Kleinkinder hat, dann ist das perfekt. Oder man transportiert Sachen, wo nicht jeder sehen soll, was man im Auto hat. Dann kann man das nochmal zusätzlich machen. Kommen wir zum Heck. Hier sehen wir die Parksensoren. Ist es ein Van? Man hat ein großes Auto und zusätzlich noch die Rückfahrkamera, um eine gute Rundumsicht zu bekommen. Ich mache den Kofferraum mal auf, damit man auch mal das Volumen einschätzen kann. Da das natürlich schon ein Familienauto ist, man soll viel transportieren können, man soll auch mal in Urlaub fahren. Wenn man sich den Ladeboden mal anguckt, dann kann man den auch nochmal hochheben. Da ist auch nochmal ein Reserverad vorhanden mit kleinen Ablagefächern für Sachen, die man jetzt nicht tagtäglich braucht. Die Sitze selber, die sind einzeln, das heißt keine verbundenen Sitze. Man kann die Rücksitzbank umklappen, man kann einzelne Sitze umklappen, wenn man mal sperrige Sachen transportieren möchte. Unser Cool & Connect, also C-Max in Cool & Connect, steht aktuell auf Sommerrädern. Auf Stahlfelge mit den Radzierblenden. Ich würde jetzt einfach mal euch das Auto von innen zeigen, damit man das dafür auch mal ein Gefühl bekommt. So, im Innenraum angekommen, fällt einem natürlich gleich auf, Lederlenkrad, sehr aufgeräumtes Cockpit, großes Radio, großer Display. Unser C-Max, der ist jetzt von März 2019, hat jetzt die 21.000 Kilometer schon geknackt. Hat die 92 kW, also 125 PS, ist ein Benziner, 6-Gang-Schalter, das heißt auch sehr, sehr sparsam. Perfekt für längere Fahrten jetzt in dem Fall ist natürlich auch am Lenkrad das eingeordnete Tempomat oder auch die Geschwindigkeitsbegrenzung, um einfach längere Fahrten so entspannt wie möglich zu machen. Der Lichtsensor, der Regensensor macht das alles natürlich nochmal bequemer. Kein nerviges Licht an- und ausschalten, je nachdem, wie die Lichtverhältnisse sind und natürlich auch bei Regen kann man dem Wischer einfach den Regen im Sensor überlassen. Das Radio, das Navi, das wird über den großen Touchdisplay bedient. Wir haben hier noch ein zusätzliches CD-Fach oder ein CD-Spieler mit dem zusammen mit den Lautsprechern ergibt das natürlich auch einen super Klang hier in diesem Auto. Wenn wir ein bisschen weiter runter gehen, sieht man gleich, wir haben das Winterpaket 2 bedeutet in dem Fall Sitzheizung, Fahrer-Beifahrersitz, Frontscheibenheizung und auch unser Lederlenkrad ist beheizt. Macht das sehr angenehm, gerade im Winter schnell aufheizen, schnell losfahren, schnell zur Arbeit kommen. Die Klimaanlage ganz normal über den Drehschalter, über die Wärme, so wie man das kennt. Start-Stopp-Automatik macht einfach, dass man da auch noch mal ein bisschen sparsamer fahren kann. Ich finde, ich sitze sehr bequem, hoher Einstieg, guter Rundumsicht. Mich hat das Auto sehr überzeugt. Wenn ihr auch Interesse an dem Auto habt, kommt gerne mal vorbei, schnuppert mal rein, schaut euch das Auto an, fahrt mal eine Runde und dann finden wir auch das passende Modell für euch. Ich bin Arvid Bechtloff vom Autohaus Burmeister. Bis dahin.